Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Meisterfolge hier. Karte von Thüringen, Version 3.1. Ich stelle fest, ein LKW kommt an der Kurve nicht rum. Das habe ich schon befürchtet. Ich werde mal ganz kurz austauschen. Ich werde den anderen Traktor losschicken und zum Händler zu fahren. Der andere, der Mischteuer, ist wieder sehr festgefahren. Den stellen wir hier oben so rein. Dann werden wir den Fan zum Händler schicken und da entsprechend ja der andere Traktor spinnt. Wie gesagt, der hängt hier irgendwo fest, der andere, der Mist, nee, der andere Verkäufer, weil der da uns zu hören ist. Den schicken wir zum Shop und holen uns einen Deichsel. Der nervt. Zwar Shop. Wir bringen mal ganz kurz auf die Position, weil hier würde er gleich wieder festfahren. So. Dann schick. Ich sehe gerade, ich habe einen Deichsel hier. Dann können wir den nehmen. Könnte sein, dass er da nicht rumkommt. Das war sehr wahrscheinlich. Ich stelle den mal spaßhalber hier rein. Ich habe beschlossen, das Silogras in eine andere BGH zu fahren. Das ist einfach besser, weil er nicht so weit fahren muss dann, ne? Gut. Deswegen darf er da mal stehen, sonst wäre das ungünstig auf Dauer, weil das Gras müsste eigentlich, ich weiß nicht genau wann, aber es müsste bald reif sein. Denn warum sollen wir einen Deichsel kaum eine haben, ne? Ist auch nicht mehr gesehen, ob es funktioniert, das muss man dazu sagen. Deswegen ist halt ganz gut, wenn wir testen. Wenn das Testen klappt, dann können wir auch, das ist der eine Traktor, der aktuell versucht weiterzufahren. Muss immer sehen, dass wir das hier im Form kriegen. Ja doch, komm gleich. Das Gras wieder gewachsen, kommt mal wieder düngen. Dann müsste der Status ab der Ende vorbei sein. So, jetzt können wir hier wieder eingehen. Beladen, nee, abladen, ich belade Milch. Ah, Modus, abladen, Viehhändler, Milch. Auf geht's. Wieso fährt er nicht? Also, das in den blauen Kurs gefällt mir echt nicht. Muss ich mir. Nützt ja nichts, dann muss ja da einen Kurs langfahren jetzt. Weil ich will das persönlich die Kurse nicht ändern wollen. Hat er sich eingefangen. So. Gehen wir uns rüber. Ja, ich glaube, Gras ist gewachsen. Dann können wir gleich düngen. Wenn sie weit kommen, weiß ich nicht. Kurz mal gucken, ob hier gewachsen ist. Das sieht doch nicht so aus, ne? Im Wachstum, ne? Okay, dann ist noch nicht so weit. Und gedüngt 100% mit Personalfarming wäre das garantiert jetzt auf 0.
Machen wir so. Ja, der will unbedingt wenden, das muss ich ehrlich sagen. Ist mir nicht ganz logisch, aber gut. 100%ig fährt einer entgegen. Gut, auf der Hauptstraße nicht. So. Gucken wir gleich. Abgeerntet, ist noch nicht gewachsen. Gut. Dann müssen wir vorbereiten. Wir brauchen. Ja, dann brauche ich Traktoren. Da muss ich so hochgehen auf Hof 1. Da sind Traktoren sowieso alle. Und dann müsste ich mir die Anhänger holen. Ganz blöd gewesen. Dann schick mir du dich. Und darfst du zum Hof fahren. Hof 3. Und da sind die Anhänger, ne? Ja, das ist ja ein Routi. Ich möchte ja die Fläche der Stallplätze auch nutzen, ohne dass ich unnötigerweise das extra was bauen müssen. Hof 2 habe ich überlegt. Zwei Traktoren sind da oben, ne? Ja, zwei sind da oben. Null, weil ich bräuchte vier Stück. Vier Abfahrer müssten eigentlich reichen. Gut, zwei sind da oben. Dann kann der eine hier bleiben. Ne? Ja. Den würde ich als Abfahrer nicht unbedingt wollen, nehmen, der ist zu langsam. Das wäre. Naja, würde auch gehen, aber wie gesagt, unnötig. Ne? Den brauchen wir auch so verdichten. Naja, das ist gut. Ne? Gut zu wissen, der Traktor nicht gelegen hat, sondern am Anhänger. Das ist gut. Warum das so ist, weiß ich nicht. Wir fahren ja Ackergras. Das ist, glaube ich, egal, wo wir nehmen. Ohne. Das ist jetzt ein Problem. Weil die anderen kommen mir entgegen. Einen blauen Strich, einen blauen Linie. Das heißt, gucken, Ladebanken oder eher variieren. Dann bereiten wir darauf vor, dass wir hinschicken, sobald die anderen hier sind. Hof 3, dann müssen sie hierher fahren. Das sind drei Stück, zwei Stück, die fahren. Ja, hier packen wir nicht. Ja, damit Zeit, ne? Bei 50%. Das ist eigentlich schön, dass wir jetzt die Fahrzeuge von der alten Karte stückeln auf den neuen, ohne Verlust, ohne lange zu suchen, kaufen wollten oder so, ne, auch hierher gebracht haben. Müsste ich jetzt mal bereit schicken zum Start, das heißt außerhalb des Kurses parken. Hier vorne ist ja einer der Überladewagen. Und dann müssen wir der andere sein, auch noch ein zweiter sein, oder haben wir den hier nicht hingestellt? Den anderen Burger, den anderen hier, den. Ne, der steht nicht hier. Wo ist der? Der rote. War der auch eigentlich nicht. Müsste hier irgendwo sein. Aber hier geht was rein, von daher ist das ganz gut. Zwei andere müssen sowieso nehmen, zwei andere rote, weil so haben wir ja nicht. Hier geht der Sturm hier. Thüringen. Ich weiß nicht genau, ob der Modder von der Karte, Castor,
für hier was machen würde wegen der Bogenbeschaffenheit. Oder ob wir das standardmäßig behalten. Ist mir im Grunde egal. Nehmen wir Standard. Bin da nicht so. Ja, wenn der Hänger nicht geht, können wir verkaufen, ne? Theoretisch. Ja, die verkaufen wir. Was soll's, ne? Mal gucken. Der ganz vorne ist. Ja, ist nicht Standard ist. Ich habe von den zwei vermisst und für. Ich weiß nicht, welcher ist, ne? Das. Ich wollte zuerst Mist fahren, also muss der sein. Ja. Hätte auch sein können, dass ich einen verkehrten nehme, also weil der gleiche oder also gleiches Modell für Mist da ist. Ne? Also der soll ich noch mal nicht verstehen, aber aus dem Weg nehmen. Blocking, Jaguar. Blocking Jago, achso, er hier. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Feinwerk funktioniert. Ich bin mir jetzt überhaupt nicht sicher. Oder ob das noch ein bisschen größer wird. Ich weiß es nicht. Pferdegras. Ja, gedüngt Wachstum im Wachstum. Ne, mal sehen. Im Wachstum im Wachstum. Und Kraut ist höher. Nicht klappen sollte, muss ich mir noch halten, die anderen Dinge kaufen. So. Ich wollte zwei rote nehmen. Von denen hier. Kippe, Kamp, ne Kampe. 980. 980. Soll gleich, ne? Der schwarze ist ein bisschen kleiner, glaube ich. 980. Der schwarze ist auch 89. Naja, hat immer den Eindruck, dass er kleiner ist. Gut. Ja, die Vorbereitung muss gemacht werden, sonst haben wir irgendwann so Stress. Das muss ja nicht sein, ne? Die Gärreste kriegen wir aber nicht, ne? Aktuell haben wir nicht viel da für die Lage, für die Gärre. So, beide da, da gut, da kommen wir hinschicken auf. Gewicht, Taktor, das passt noch. Ne? Alt 0. Das machen wir so mal fertig. Hm. 29. So. Das gibt's gar nicht. Wir finden jetzt keinen Weg dahin. 28, okay, 29. Kann sein, dass er nicht angeschlossen ist. Wie gesagt, da muss ich mir noch überlegen. Weil da sollen alle Verkaufspunkte angeschlossen sein. Gehen von aus, ne? So, zweiten Anhänger. Können wir gleich wieder missfahren lassen. Das klappt ja erstaunlicherweise. Und ihr seht, ist der eine Anhänger kleiner, ne?
Der Rote. Noch täuschen oder einen anderen Modder gemacht wahrscheinlich. Du darfst auch fahren. Feld 29. Echt wissen müssen, dass er nicht klappt, nicht um die Kurve rumkommt. So. Und da bereiten wir eigentlich, genau, das bereiten wir Sorgen, dass er das nicht so nimmt, wie er das soll. Dass er unbedingt dann nicht so. Ja, also. Hier kann man doch nur geradeaus fahren. Ne, das. Macht er nicht. Wie gesagt, da muss ich mal gucken. Am besten hier nach der Folge gleich, bevor ich dann nach Kurse einfahre, auf den Abkippen oder Abladen auf der Silo, muss ich das ja entsprechend noch pausieren. Denn dann macht er 120 Aufschwierigkeiten. So, das war unterwegs. Numero. So. Einer steht noch. Du auch noch gleich. Die müssen nicht schnell sein. Normalerweise hätten wir nicht gerne alle die schnellen Fahrzeuge dafür. Aber der Fan verkauft ja. Rein theoretisch. Fantastic Fett gerade. Dann nehme ich einen schwarzen, ne? Ich bin auch noch neugierig, was sie noch beim Personalfahrzeug machen werden. Ob da noch mehrere Düngerstufen kommen werden oder irgend sowas. Da geht ja noch einiges, ne? Ich muss kurz überlegen. Feld 920. Dort. Fährt er garantiert nicht so. Mal gleich mal die andere Richtung gehen. Sollte hier ein bisschen Lagefahren nicht umstoßen. Sprach es und hab's auch getan. Ah. Hauptsache fährt mich das Förderband im Arsch. Na gut. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Den mit anderen losschicken, den anderen mit dem Fan. Den. Mit dem Krone, was er ist, glaube ich. Und wenn ich da angekommen bin, kann ich ja die Folge beenden und entsprechend die Kurse neu ändern. Denn auch vier Fahrzeuge zum Abfahren. Ja, da hinfahren ist gut, aber auch nicht vom gleich wieder am nächsten Fehler festfährt. So, schon, das soll es auch schon für heute gewesen sein, für heute Folge. Die nächsten werde ich dort aufnehmen. Ja, ich möchte noch den neuen Kurse gleich mitnehmen und dann schaue ich mal, dass ich das passt. Aber tschüss, ciao. Ja, morgen geht es dann hier weiter mit weiteren Vorbereitungen und Einfahren von Arbeitskursen für Abkippen und Silo. Tschüss, ciao und bis dann. Dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.